Von meinen Freunden zu einem neuen Video auf meinem Kanal, heute wieder zu einem Trading-Tipp-Video. Habe zwei Tipps vorbereitet, einen für ein etwas wenigeres Kapital. Also ihr seht hier, diese Spieler kann man hier für 600 verkaufen, ist jetzt nur ein Beispielspieler. Ich habe extra nur einen genommen, dass ihr eure Spieler am besten selber sucht. Nehmt einfach Spieler, die für SBCs genutzt werden, für Ligen-SBCs. Ihr seht hier, den kann man super für 600 verkaufen, kann man sich ganz klar für 600 erbieten. Gehen wir einfach mal in den Code, also 350 erbeten und 600 verkaufen, nicht für 600 erbeten, gerade versprochen, aber den kann man zum Beispiel super für 300 erbeten, also einfach viel bieten, und das macht ihr mit anderen Spielern. Also ihr sucht euch eigene Spieler am besten raus, aus der Liga, League One, türkische Liga und so weiter. Wichtig ist, die dürfen nicht Abstoß sein, also die sollten... Ja, die sollten halt nicht 400 kosten. Wenn mir Viereck drückt, sollte keiner da vorne für 400 kommen. Dann sollte höchstens jemand für so 600, 650 kommen. Dass, wenn jemand im Dream Squad sucht, dass er euren dann kauft. So verkauft ihr euren dann. Macht er 250 Coins pro Karte, ist relativ in Ordnung für das Budget. Also das sollte man so machen, wenn man auf jeden Fall unter 100.000 Münzen hat. Jetzt gehen wir auf den Tipp ein, der da drauf ist. Wenn ihr mehr Münzen habt, haben ja sehr, sehr viele immer gefragt, was man machen kann, wenn man mehr Münzen hat. Und das macht ihr dann mit solchen Spielern. Ihr seht, ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Ösi für 31.750 erboten. Habe ich gerade eben gemacht. Und hier nebendran ist einer für 38.000 Sofortkauf gekauft worden. Das sind einfach mal 6.000 Unterschied. Also das ist echt gewaltig. Verratti haben wir hier für 23.000 erboten. Können wir jetzt mal nachschauen, was die genau kosten. Weiß ich nämlich nicht genau. Also Verratti, zeige ich euch natürlich auch gleich, wie ich die erbiete immer. Verratti, ich glaube, kostet so 25 ungefähr. Machen wir so 1000 Coins mit dem. Oh, gibt's nicht, okay. Okay, dann machen wir über 2000. Okay, kostet so 27.000. Dann machen wir mit dem schon mal 2-3k auf jeden Fall Gewinn. Wie viel haben wir denn genau geholt? Also für 27 geht der weg. Dann machen wir sogar mit dem 3k Gewinn. Also das ist natürlich super. 27 für den, schon mal gut. Also ich werde ihn für 27 reinstellen. Könnt natürlich, wenn ihr sofort weg haben wollt, für 26,5 reinstellen. Ich stelle die dann immer ein bisschen teurer rein, dass ich dann nochmal 500 mehr habe, ist okay. Kann man machen, muss man nicht machen, also ist euch überlassen. Wenn ihr natürlich kein nicht mehr Münzen habt, die Coins sofort wieder braucht, dann stellt natürlich so rein, dass das sofort weg ist, dass ihr den nächsten bieten könnt. Aber wenn ihr genug Kapital habt, zum Beispiel ihr habt eine Million wie ich rumliegen, könnt ihr das einfach dann so machen, könnt ihr einfach auf mehrere bieten. Verratti biete ich meistens so 23.000, 24.000 mit. Also ich stelle hier meistens so 23 hier ein, ganz easy, und dann biete ich mit. Setzt mir die auf die Beobachtungsliste, wartet bis die auslaufen, biete nicht direkt. Gerade wenn ihr nicht viele Münzen habt, wenn ihr zum Beispiel nur 100k habt, könnt ihr nur auf 4 bieten. Beobachtet die, bietet dann nur kurz vor Schluss mit, bietet nicht sofort mit. Das ist ganz wichtig, sollte man nicht machen. Selbe ist mit den ganzen anderen. Also Özil und Verratti sind jetzt hier auch nur Beispiele. Ihr könnt es mit jedem 85er, 86er, 87er, also mit jedem hohen machen, die halt oft für SBCs genutzt werden. Hohe Spieler einfach, die beliebt sind, für die, um die abzugeben einfach. Özil, schauen wir jetzt auch mal, was er kostet. Ihr habt ja gesehen, der eine ist für 38 gekauft worden, also wir haben den für 31 erboten, was sehr, sehr gut ist. 37. Ja, okay, ist ein bisschen billiger, also für 38 war unnötig, der eine, der sich den gekauft hat. Aber ihr seht, 36 kostet der Minimum. Seht ihr, den könnte man jetzt bieten. Wird man zwar jetzt nicht viel Gewinn machen, aber ein bisschen was, ein Tausender ungefähr. Der lohnt sich halt nicht mehr. Ich würde halt immer so Minimum ein Tausender Gewinn machen. Also das ist mein Ziel, immer ein Tausender pro Karte Minimum Gewinn zu machen, wenn man so teure Karten bietet. Kann natürlich auch versuchen, die zu snipen. Was aber sehr, sehr schwierig ist, ja, das ist jetzt kein guter Deal, ist aber sofort weg, also den werde ich für 37 reinstellen. Kann natürlich sein, dass wir den jetzt nicht bekommen, den anderen, ja, ist schon auf 34 hoch, den werden wir nicht mitnehmen. Wie gesagt, da könnt ihr halt, und am besten ist es natürlich, wenn eine Happy Hour ist, also eine Lightning Round zu bieten, jetzt ist es eigentlich auch eher schlechter zu bieten. Ja, ihr seht, der ist für 38 weg, der ist ja halt für 400 ausgelaufen, okay. Ihr könnt auch 400 direkt drauf bieten, wenn ihr halt wollt. 28. Den Özil hier werden wir mal noch abwarten. Vielleicht bekommen wir den ja noch. Ist einfach auch Glück, ob ihr die Spieler bekommt. Ob halt noch jemand mitbieten will oder nicht. Ob halt jemand den gerade für den SBC machen will oder nicht. Weil dann wird er so viel mitbieten, dass er weniger bezahlt. Das ist ganz klar. Den stellen wir so für ja, 37 rein.
Bei dem werden wir ungefähr auch so 3-4K Gewinn machen. Also wir machen mit den beiden Karten, die wir bekommen haben, zusammen 7-8K. Hier haben wir den nächsten bekommen. Okay, Özil, werden wir nochmal mitbieten bis so 33. Ihr seht die Lafont, hier sind zwei, das war ausgelaufen. Ist ja kein Problem, ihr bietet einfach immer wieder auf neue und 350 nur. Weil ich spiele immer nur 350 auf die. Natürlich kann man auch 400, wie gesagt, drauf bieten, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht machen. Könnt das auch mit jedem anderen machen. Hier Özil werden wir noch einmal mitbieten. Wenn nicht, werden wir den lassen. Hier Verratti könnte man jetzt auch mitbieten, werde ich dann später noch machen. Wie gesagt, das ist halt nur zum Zeigen. Ihr seht, er wurde ja für 600 sofort gekauft. Hätte jetzt auch eurer sein können, den ihr für 600 reingestellt habt. Özil, ja, komm. Ja, da gehen wir nicht mehr mit, okay. Aber ihr seht hier, Lafonts gehen gut, also das sind 250 und mit denen hier macht ihr halt über 1000er. Bekommt ihr halt auch nicht so viele wie mit diesen Lafonts. Und Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr natürlich mehr Trading haben wollt, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Ja, und an die Hater, vergesst den Daumen nach unten nicht. Und dann würde ich sagen, wäre es das gewesen mit dem Video. Haut rein, bis die Tage. Ciao, ciao, meine Freunde.